Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, mache ich heute mal eine Probefahrt. Ja, wie gesagt, mein Profil ist nicht mehr das Beste. Dann werde ich jetzt mal hier ganz vorsichtig fahren. Ja, wer es mitverfolgt hat, ich habe jetzt meinen Barometersensor ausgebaut gehabt. Der war klatschnass innen drin. Das ist von Ural her so ein Fabrikationsfehler schon. Habe das getrocknet und nun bin ich guter Hoffnung, dass es funktioniert. Allerdings geht meine gelbe Kontrolllampe nicht aus. Entweder muss man die dann irgendwie mit dem Computer zurückstellen oder der Barometersensor ist doch kaputt. Aber bis jetzt läuft sie. Ja, hat ja nur schön geschneit hier in ganz Deutschland. Darum fahren wir ja schön langsam. Das Gute ist, hier ist kein Salz gestreut. Ja, die schiebt mich hier hin, wo sie will. Sobald hier ein bisschen Schneelicht kriege ich Probleme, also werde ich mal ganz langsam fahren. Ich fahre ja mit dem zweiten Gang, aber viel schneller kann man auch nicht. Ein Verkehr auf einmal hier, was ist denn los? Ja, schon gewundert, was er will. Er wollte bloß grüßen. Ja, die Autos sind schneller, aber die können das ruhig. Ich bin noch kein perfekter Gespannfahrer. Das ist mein erster Winter. Ich habe ja nur hier meine neue Helmkamera angebaut. Mal sehen, wie weit die öffnen, weil ich habe bloß eine ganz kleine Speicherkarte drin. 32 GB, glaube ich. So, meine gelbe Lampe geht nicht aus. Ich habe eigentlich gehofft, wenn ich ein paar Meter fahre, dass die ausgeht, aber das ist nicht. Ja, ich kann es auch noch nicht ganz einschätzen, ob der nur gut klingt oder aber noch nicht gut klingt, der Motor. Dadurch, dass ich nur hier bloß ganz langsam lang hinduckere. So, ich habe vorhin mal auf die Wetter-App geguckt. Es sollen -7 Grad sein. Muss ich nachher mal auf mein Thermometer gucken, ob das wirklich stimmt. So, Benzin kostet ja 1,46 Euro. So, jetzt werden wir mal ein bisschen sachte machen hier um die Kurve. Stelle ich jetzt fest, dass mein Blinklicht nicht geht. Ja. Tatsächlich, was denn da los? Mein Blinklicht geht nicht. Ach, hier kommt aber ein Fehler nach dem anderen.
was soll denn da wieder hin mit dem Blinklicht? Mal sehen, ob es auf der linken Seite geht. Dann kann es ja bloß mit dem Stecker zusammenhängen, weil ich einen Seitenwagen ab hatte. So, ich hoffe, ich halte nachher mal kurz an. Ich werde mal ein paar Brötchen holen beim Bäcker. Hauptsache, die springt nachher wieder an und lässt mich nicht im Stich. So, machen wir wieder ein bisschen langsam hier um die Kurve. Aber ich finde das gut, wenn sie kein Salz gestreut haben. Kann man lieber hier ein bisschen im Schnee fahren. So, also hier drüben geht das Blinklicht auch nicht. Da muss es andere Ursachen haben. Ach, immer wieder was anderes mit dem Moped hier. Keine Ahnung, was es hat. Blinklicht geht nicht. Ich muss überhaupt mal gucken, das richtige Licht geht ja. Und nun das Fazit. Nach meiner Probefahrt. Der Akku der Helmkamera, der war schneller alle als mir lieb, obwohl ich vorher geladen hatte. Ich hoffe, das gibt sich noch. Nach ein paar Ladezyklen soll es ja besser werden. Ansonsten, angesprungen ist er wieder, hat mich auch prima nach Hause gebracht und nun muss ich Fehler suchen wegen meinem Blinklicht. Ja, die gelbe Lampe brennt immer noch und mit dem Blinklicht, glaube ich, habe ich den Fehler gefunden. Erst habe ich den Blinkgeber kontrolliert, die Kabel nach Wackelkontakt, daran lag's nicht. Dann habe ich den Schalter auseinandergebaut, bisschen Kontaktspray rein und bisschen hin und her bewegt und das scheint die Ursache gewesen zu sein. Werde ich beim nächsten Fahrt wieder beobachten.